12. Mai. Gestern habe ich auf der Schnellstraße ein Unwetter erlebt, ein Sommergewitter. Auf der einen Seite tiefblau und auf der anderen dunkelgrau. Wie eine Schar Tauben entzweite es den Himmel, heftig und mit solch ohrenbetäubendem Lärm, dass es mir fast unmöglich war, das Motorengeräusch zu hören, schlugen die Regentropfen auf meine Scheibe und durch den Lärm des Regens fühlte ich mich isoliert. Wie in einem geschützten Raum. Dann plötzlich erschienen intensive Farben vor mir, ein Regenbogen. Auf den ersten Regenbogen folgte ein zweiter und ich hatte das Gefühl, dass das Blut langsamer durch meine Adern fließt. Als wolle es sich und die Zeit anhalten, damit dieser magische Moment für ewig bleibt. Ich fühle mich eins mit allem, was mich umgibt. Ein wunderbares Gefühl der Fülle. Bette, ich wünsche dir einen magischen Tag.